Wie null? Wieso denn null? Null was? Jetzt bin ich mal hier. Jetzt mache ich mal hier den Mathelehrer. Kevin, null was? Kartoffeln, Erdnüsse, Steine. Da fehlt die Einheit, Kevin. Und damit sind wir live, liebe Freunde. Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu. Oh, ich höre mich doppelt, da muss ich mich erstmal stumm schalten. Zu einer neuen Runde Anno 1800. Was sind wir gehypt, mal wieder Anno zu spielen? Das sage ich jedes Mal, aber es ist halt auch jedes Mal so. Und wie jedes Mal spiele ich natürlich nicht alleine, sondern mit meinem hochgeschätzten Experten in Sachen Siedlung. Hallöchen, Kevin. Grüße Beschwörer und Abend, Leute. Ah, so, wir haben heute Großes vor, denn wir haben schon wieder keine Recap-Folgen mehr seit 2-3 Wochen. Und da Kevin mir dummerweise verraten hat, wie lange er so mit Benny zockt, fordere ich jetzt das Gleiche von ihm ein. Ja. Das hättest du gerne. Ja, das hätte ich wirklich gerne. Ja. So, ich lade dich mal ein und dann gucken wir mal, was der Abend so bringt, ne? Und Recap-Folgen ist ein schönes Stichwort, denn ich begrüße natürlich nicht nur unsere Twitch-Zuschauer hier, die mit Sicherheit nach und nach eintrudeln werden, sondern ich begrüße natürlich auch unsere YouTube-Zuschauer, die jetzt hier die Recap-Folge gucken. Und es schneit in Anno. Wollte ich auch gerade sagen, ne? Was für ein wunderschönes, weiß ich nicht, passt halt einfach. Mir fällt das Substantiv dazu nicht ein, aber das wird heute noch öfter passieren. Es regnet Asche. Ja, genau. Mhm. Cool. und schaust dir an, mein Eiffelturm, beziehungsweise wie heißt er hier in dem Spiel? Der eiserne Turm. Ein eiserner Turi-Turm. Er hat noch nicht geöffnet, aber er steht. Das war ja so, das war so Streamziel beim letzten Mal und gefühlt habe ich, was die Touris angeht, jetzt alles erreicht. Jetzt bist du fertig, sagst du? Jetzt bin ich fertig. Also wir können den Stream eigentlich beenden. Ich habe Anno durchgespielt. So, ne dann, ne? Ja? Schön war's, Leute. Schön war's. Schöner Stream. Wieso habe ich denn hier schon wieder keine Seife? Was ist das denn? Ich habe doch beim letzten Mal übelst Schweine. Ich habe hier übelst viel Schweine. 200 Tonnen oder 200 Schweine. Mhm. Oder ein Schwein wiegt eine Tonne, dann stimmt beides. Mhm. Und was ist das Zwischenprodukt dazu? Warte mal, wo ist denn das? Nicht bei Baumaterial hier. Talg. Talg habe ich nur eine Tonne, das heißt, ich muss mehr Talg reinbauen. Das Lustige ist, ich habe 50 Tonnen Schweine, 0 Tonnen Talg, aber dafür 830 Tonnen Seife. Das ist gut. Das ist gut zu wissen, weil wenn die Geruchsbelästigung meiner nicht gewaschenen Bürger zu groß wird, dann komme ich zu dir und kaufe dir ein bisschen Seife ab. Ach so. Und die sich mal endlich waschen können. Ja, genau. Ich glaube. Hast du denn auch Wasser auf deiner Insel oder? Naja, es ist eine Insel, Kevin. Natürlich gibt es da Wasser. Ja, willst du dich wirklich mit diesem. Weiß ich nicht. Dreckswasser waschen? Ich weiß ja nicht, wie es in deinem Hafen aussieht, ne? Aber mein Hafen, der ist geleckt. Ne? Da kannst du von essen. Von dem Hafenwasser. Von dem Hafen? Also, was vom Hafenwasser kannst du essen? Ja. So, wir haben hier ein definitives Problem. Ein Flaschenhals habe ich schon gefunden. Das Warenhaus kommt einfach nicht hinterher und ich werde hier einen Scheißdreck tun, irgendwelche Rohstoffe runter zu transportieren, um es auszubauen. Ich baue einfach ein zweites Lagerhaus. Nee, ist richtig. Also. Ja, das könnte ich ausbauen, wenn ich 20 Tonnen Steine hätte. Die würde ich sogar fast noch runterholen. Also da lasse ich mich noch zu breit schlagen. Oder kriege ich hier auch Steine produziert? Ach nee, da brauchte ich ja diese Lehm. Ja, da brauchte ich ja so einen Lehmbums. Nee, dann nicht. Ist schon wieder zu anstrengend. Ich würde es lassen an deiner Stelle. Ich auch. Ich war gerade komplett im Anno 1602-Modus, weil da brauchte es einfach nur einen Berg. Einen beliebigen Berg. Und konnte es da unendlich viele Steine rauskloppen. Das war eine geile Zeit. Damals. Früher. 1900. Wann war das? 97 oder so? Keine Ahnung. Das guck ich jetzt da war ich noch nicht so im Anno-Fieber. 1997. Ich würde behaupten, du auch nicht, aber... Nee, 97 nicht, aber ich glaube,
im Jahre 2000 war Anno 1602 auf einer Begleit-CD von, lass mich lügen, der Computerbild oder irgend so einem Wurstblatt. Ich weiß es nicht. Aber damals waren so Computerspielzeitschriften ja noch der Shit und auch die Vollversionen da drauf waren ja teilweise noch der Shit, weil da gab es ja sowas wie Steam oder Ubisoft Launcher oder Epic Launcher, das gab es ja alles nicht. Also du konntest die Spiele nur im Laden kaufen und da waren sie meistens relativ teuer. Und hin und wieder gab es auf diesen Computerspielzeitschrift-CDs richtig, richtig gute Vollversionen. Und eine davon war Anno 1602. Und ich habe dieses Spiel installiert und ich wusste ja nicht, wie sehr ich mein Leben damit verändern würde. Nice story, Bro. Ist sogar eine wahre Geschichte. Habe ich denn irgendwo... Ich habe doch bestimmt irgendwo noch... Hier, meine Great Eastern. Wo bist denn du? Zum Schiff springen. Ach, du ankerst sogar hier. Und du hast sogar Ziegel und Fenster dabei. Dann habe ich ja doch einen Scheißdreck getan und Rohstoffe hier runtergeschippert. Na gut, dann nehme ich alles zurück. Dann baue ich natürlich doch aus. Dann habe ich das Problem ja schon im letzten Stream erkannt. Und es hat dich da schon nicht interessiert. Nice! Na doch, es hat mich ja hinreichend interessiert, dass ich Materialien hier runter schaffe, offensichtlich. Hm. Na gut. Es ist ja... Hossa! Hossa? Wie kommst du jetzt zu Frex Gildo? Ist das so ein Rex Gildo-Ding? Keine Ahnung. Ah ja, Fiesta Mexicana. Also. Wasser, Wasser. Fiesta Mexicana. Oh. Ich warte immer die Reaktion im Stream ab. Ja. Warum? Warum denn jetzt? Hier ist die Frage, die sich wirklich stellt. Es ist schon so früh oder bin ich schon suizidal? So schlimm sagst du. Ja, ja. So, wie sieht's denn? Einwohneraufgabe. Und, ist sie gut? Ich muss ein Geschenk abholen, also ja, schon. Ich habe die Partitur Anno 1404 bekommen. Nice, also das ist richtig, das ist tatsächlich geil. Ah ja, ich weiß. Das bringt mich dazu, mal zu gucken, ob ich denn hier in meiner Forschungsschmiede... Habe ich da nicht schon dieses Item duplizieren? Nee, ne? Was forsche ich denn gerade? Was forschen die denn gerade? Eine legendäre Trolla. Emenegilda di Mercante, Expertin für Export. Fehlende Elektrizität... Was? Was? Wie jetzt? Strom kaputt. Naja, nix drum. Hab ich zu wenig Öl? Das wäre großes Problem. Jetzt kommen wir nicht mit sowas hier. Mein Öl war 8 Streams lang stabil. Und jetzt erzählst du mir... Öl. Hä, das ist doch voll. Du bist voll. Jetzt haben sie auch wieder Strom. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das Problem war. Wir haben bestimmt nur versehentlich die Sicherung rausfliegen lassen oder so. So, also, die Schweine werden hier weniger. Das ist ja schon mal gut, weil die rohen Schweine brauche ich ja nicht. Interestingly enough wird es aber nicht mehr Talg. Also, wo gehen die Schweine hin? Naja, ich beobachte und bewerte erstmal nicht hier, was mit meinen Schweinen passiert. Meine Investoren möchten Kekse. Oh, Kekse. Und Wandteppiche. Das ist sogar freigegeben als Luxusbedürfnis. Aber nicht erfüllt. Das bringt mich zu der Frage. Doch, ich hole tatsächlich sogar Wandteppiche ab und entlade sie. Also verbrauchen die mehr Wandteppiche, als ich denen liefere. Oh, das sind aber auch hier wieder verschwenderische. Oh Gott, nicht in die Arktis. Weg, weg, weg. Sonst explodiert da gleich wieder die Gasförderanlage. Der Trick ist, habe ich letztes Mal herausgefunden, beziehungsweise beim Schneiden, der Trick ist, du darfst die Arktis nicht besuchen. Sobald du dort bist, zünden die ihre Gasförderanlage an. Aber wenn du da nicht hingehst, funktioniert alles. Nice. Also wenn der, oh, ich habe keine Wandteppiche mehr. Oh, was brauche ich denn dafür? Indigo und Leinen. Ich habe kein Indigo. Habe ich Leinen? Ja. Nice. Wer hätte das gedacht? Ich muss
nach Edbesa, um dort was zu fixen für meine Investoren in Workers Refuge. Na, dann gehen wir fixen. Es wird Zeit, dass du lernst zu verhandeln. Ja, Eiscreme habe ich genügend, das ist nice. Glücklicherweise hat unser das ist ein Parfüm, da habe ich ja und kann dich darin gar nichts. Wieso denn nicht? Kaiser Ketema möchte, dass ich dem Prinz Vitatuni beibringe, wie man handelt. Na dann, let's go. Seien Sie während der Verhandlungen geduldig. Okay. Ein werdender Prinz, verhandlungssicher. Kaufmann. Der Kaiser wünscht, dass ich mit Ihnen ein Geschäft abschließe. Kiftanja, Verwalter. Nun gut, wie ich hörte, sind Sie am Erwerb von Land im Tal jenseits des Risaberges interessiert. Risa. Risa. Ich kann Ihnen sagen, dass es ein reiches und ergiebiges Land ist. Was, Risa? Von dem ich mich nicht leicht trennen werde. Ja, vielleicht sollten Sie sich dann lieber doch nicht davon trennen. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Nee, es muss verkauft werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns heute einigen könnten. Ich kann es mir nicht leisten, noch länger auf das Geld zu warten. Abgesehen davon hat Kaiser Ketema nicht gesagt, er wolle es haben. Der Kaufmann sieht kurz zu Ketema in der Hoffnung, dass dieser sich äußert. Doch Ketema blickt erwartungsvoll zu ihnen. Vielleicht finden sie ja anderswo freigebige Käufer. Also gut, 50.000, aber falls sie es nicht nehmen, habe ich noch reichlich andere Interessenten. Ich hatte gehofft, wir könnten uns auf 25.000 einigen. Tja, vielleicht sollten wir es dann den anderen Interessenten überlassen. Ja, das werde ich, sagt der erboste Kaufmann. Und ich bin sicher, dass er als Verhandlungspartner deutlich vernünftiger werden als Sie. Ja, gut, verkackt, ne? Der Kaufmann stürmt aus dem Palast und Ihnen wird bewusst, dass Sie da möglicherweise einen Fehler gemacht haben. Einverstanden. Möglicherweise. Also... Scheiße, wild guess, ne? Der Kaiser dankt Ihnen, dass Sie den denkbar schlechtesten Preis ausgehandelt haben. Der dankt mir, dass ich mich ins Schwert gestürzt... Ey, übelst gerne, Kaiser. Übelst gerne habe ich das gemacht. Ich hätte es auch, für 10 verkackt, wenn es sein muss. Du bist so toll. Oder? T-O-L-L. Danke. So, jetzt kann ich mich hier endlich den wahren Problemen zuwenden und auf dem Indigo-Plateau mehr Indigo anzüchten hier. Wie viel Wasser habe ich denn noch in meiner Wasserpumpe? Och, noch mehr als genug. Ist ja easy peasy. Easy. What the hell? You say. Wie ging das? Beidrehen! Was? Wie beidrehen? Was? Habe ich jetzt ein Schiff hier hingeschickt? Ach du Scheiße. Nee, das wollte ich nicht. Du hast doch bestimmt eine Handelsroute. Was habe ich getan? Ja, was hast du getan? Okay, ich glaube, Fornifras ist tatsächlich eins, was auf keiner Handelsroute war. Hoffe ich. Ja, ich bin schon wieder am Verzweifeln hier mit diesen dämlichen Kanälen in den Besa. Ich bin so froh, ich das alles schon hinter mir habe, ne? Ja, das dachte ich halt auch, ne? Das dachte ich auch, aber... Wie sich zeigt... Hast du falsch gedacht? Habe ich richtig hart falsch gedacht. So, okay. Ich muss jetzt hier mal den ganzen. Ich muss jetzt leider den ganzen Deko-Kram hier abreißen. Nein, Deko, it is. Ich brauche hier vermutlich eine Wasserstraße. Aber du musst jetzt auch da mal. Also weiß jetzt, ich nicht. Pepper's Paradise hat's gebrannt. Ach ja, stimmt, die hatten sich das aber verdient. Mein lieber Matze, ich habe mal eine Frage. Ja, ich habe bestimmt auch eine Antwort für dich. Hast du in der neuen Welt zufällig ein bisschen Alu über? Wie viel brauchst du denn? Ich glaube 40 Tonnen. Ich hätte 290 Tonnen. Oh, das ist ja übelst lieb. Wo bist denn du? Naja, da wo die grünen Inseln sind, Kevin schon. Ja, sagt. Welche denn? Tropios im Osten. Ja, ich hab's dann, da bin ich drauf. Da genau. Da ist ja nicht so, als ob er nur eine Insel hätte, ne? Also, weiß ich nicht, Chat. Aber manchmal... Ich habe natürlich schon weitergedacht. Ich war schon wieder ja, 200 IQ. Es wird ja eine der großen Inseln sein. Es sind ja nur zwei. Ne? Naja, so weit habe ich dann auch wieder nicht gedacht. Also jetzt reicht's dann auch wieder.
Siehste. Du sagst einfach Bescheid, wenn du da bist, ne? No, machen wir so. Perfekt. Unterdessen züchte ich mal hier noch ein paar. Wie heißt die eigentlich? Hirten. Genau. Ist nicht schön, aber selten. Jetzt haben wir hier ein paar neue Indigo-Farmen. Das heißt, die sollten jetzt mehr Indigo produzieren, was dazu führen sollte, dass ich mehr Indigo auf meiner Hauptinsel in Besa haben sollte. Was dazu führen sollte, dass ich mehr Wandteppiche produzieren sollte. Was wiederum dazu führen sollte, dass ich mehr Wandteppiche in Workers Refuge habe. Was wiederum dazu führen sollte, dass meine Investoren wieder glücklicher sind. Geht's gut? War ein bisschen anstrengend, Kevin. Glaube ich nämlich. Okay. Die Indigo-Situation scheint sich tatsächlich wieder zu stabilisieren. Ich könnte sogar hypothetischerweise noch eine weitere Indigo-Plantage bauen. Aber ich habe genug Arbeitskraft. Soll ich dir was sagen? Mhm. Das mache ich. Mach das. Dafür muss ich nur den Wasserkanal weiterziehen. Dafür muss ich nur das Feld abreißen. Oh, dann ist es so perfekt. Dann passt nämlich hier genau noch ein Weg durch. Oh. Das ist so geil. Klingt alles massiv falsch. Findest du, ja. Oh, nee, jetzt fehlen hier 20 Felder. Das ist überhaupt nicht geil. Machen wir ihn da. Oh, das wäre voll cool. Wenn man irgendwie so einen Weg, oder wenn der Weg nicht die Felder unterbrechen würde. Wir haben die Hungersnot gerade so überlebt. Wie null? Wir müssen einen anderen Weg finden. Wieso denn null? Null was. Jetzt bin ich mal hier. Jetzt mache ich mal hier den Mathelehrer. Kevin, null was. Kartoffeln, Erdnüsse, Steine. Da fehlt die Einheit, Kevin. Null Tonnen Rum. Aha. Das ist aber schlecht. Genau. Junge. Das habe ich ja schon lange nicht gehört, du. So. Apropos. Boah. Ich bin jetzt in Tropius. Oh. Das ist mein Stichwort. Jetzt glaube ich, bin wieder auf der falschen Seite, oder? Ja, das ist. Also, ich sehe zumindest kein Schiff vor meinem Kontor. Bist du das hier? Nee. Ich bin bei deiner Segelschiffwerft gewesen. Ja, nee, die verkauft nicht. Schaut aber auch. Ich komme gleich rum. Ha! Was lustig ist, weil davon hast du ja eigentlich 0 Tonnen. Entschuldigung. Ey, Leute. So. Mal gucken, ob wir das hinkriegen mit dem Handel. Wir hatten ja da immer so ein bisschen unsere Problemchen. Ja, ich erinnere mich dran. Wird auch diesmal nicht anders sein, I guess. Aber. Noch bin ich. Hier, Aluminium. Ich möchte es verkaufen. Und zwar so viel wie möglich. So, guck mal, ob du kaufen kannst, lieber Kevin. Also, nimm dir ruhig mehr, genau. Nimm dir ruhig mehr, wenn du es brauchst. Ja, das passt schon. Du hast halt nur zwei Ladekammern, deswegen kannst du nicht mehr als 100 kaufen. Das reicht. Ne? Muss ich nicht nochmal kommen. Sehr schön. Dankeschön! Voll gerne! Brauch nämlich Alu und damit meine ich nicht Geld. Wieso ist Alu ein Synonym für Geld? Kennst du nicht? Nee. Also ich kenne Mäuse, Moneten, Knete. Ja, Geld. Ist es wieder so ein Streamer-Ding, was ich nicht verstehe, weil ich zu alt bin? Steht es hier irgendwo? Nee, es steht hier nirgends tatsächlich. Dann ist es wahrscheinlich wirklich nur so ein... So ein Kevinsches Ding. So. Ich versuche nämlich gerade, während Matze hier gerade am Denken ist, ich versuche nämlich gerade in der... Sieht man das so sehr?
Ne, ist einfach die Tatsache, dass du nicht redest, heißt, dass du so dermaßen konzentriert bist, dass, ne? Deswegen erkläre ich mal kurz, was ich mache, weil wir da keine Redepause haben. Also ich habe jetzt Parfüm als quasi Bedürfnis, Ressource eingerichtet in der neuen Welt. Oh, hätte ich auf die Kevin-Cam schalten sollen? Zeigst du das gerade? Ja, ich zeig's gerade, ja. Okay, ich schalte jetzt auf die Kevin-Cam, tut mir leid. Naja, ich mach's gleich nochmal, ne? Leute, so, also. Nochmal. Parfüms hatte ich jetzt hier schon fertig, ne? Ja. Sie bekämen dasselbe wie alle. Abholaufgabe, nee, jetzt nicht. Geh auch nicht mit Sacklaufertünen. Nee, du nervt einfach. Wenn ich gerade was ansage. Also jedenfalls, ne, Orchideen braucht man, Ethanol und Kokosöl. Für die Parfüme, das stelle ich gerade her. Ich habe auch nicht so viel, glaube ich. Halt einfach nur so, dass es reicht. Ne? So 14 Tonnen, das ist erstmal okay für einen Anfang. Und als nächstes mache ich, wie gesagt, die Samba-Schule. Baumwollstoff braucht man, das ist nicht die Sache. Und Pigmente. Pigmente bekomme ich aus der Erzmine. Eine Erzmine habe ich hier auf der Insel. Das heißt, ich habe die Erzmine hier angezapft. Und brauche jetzt für das Labor halt entsprechend das Aluminium. Um es bauen zu können. Das mache ich gleich hier auf der Nebeninsel. Und dazu brauche ich dann wieder eine Alpaka-Form, weil... Nee, ist eigentlich totaler Schwachsinn, sehe ich gerade. Ah, das geht ja gar nicht. Ich brauche ja für das Labor, brauche ich ja Salpeter. Und Salpeter kriege ich nur durch Elektrizität. Oh, wobei, aber ich brauche ja eh noch eine Nebeninsel mit Elektrizität, weil ich auch Nandu-Leder brauche. Nandu. Nein, du. Nani. Ne? Und ja, also das ist jetzt gerade mein Guess, um dann zum Kostümhändler zu kommen und dann zur Samba-Schule. Das Lustige ist, auf meiner Hauptinsel steht die Samba-Schule schon längst. Die habe ich schon mal präventiv gebaut, weil ich wusste, dass ich die irgendwann mal auch beliefern kann. Aber ja, das ist gerade so ein bisschen mein Hin und Her und ihr seht, das ist halt... Es ist halt nicht mehr einfach nur Rohstoffe abbauen und du baust eine Verarbeitungsfabrik, sondern ich brauche eine Alpaka-Form, dann brauche ich Elektrizität, um Salpeter zu erzeugen, mit einer Mine zusammen, um ein Labor zu machen, um. Also, ja. Und dann fehlt hier noch das Polizeihauptquartier, dann noch die Ventilatoren und dann noch das Kino. Ja. Um dann noch Motorroller machen zu können.